Und über die gerade stattfindenden Bund-Länder-Beratungen wollen wir mit Professor Rolf Abweiler sprechen. Er ist Bioinformatiker und einer von den Experten, die gestern die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten im Expertengremium noch mal beraten haben. Ich grüße Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Schönen guten Tag. Was war der Rat, den Sie gestern Abend der Runde gegeben haben? Nun, basierend auf den Genomsequenzanalysen, die ein Mitarbeiter an unserem Institut durchgeführt hat, habe ich darauf hingewiesen, dass wir möglicherweise auch in Deutschland eine Epidemie innerhalb der Pandemie sehen können, und zwar den Anstieg der B.1.1.7-Variante in Deutschland. In Großbritannien war das während des Lockdowns unbemerkt, während des nationalen Lockdowns im November unbemerkt angestiegen. Es sah dann gut aus, alles ging runter, aber wenn man dann gelockert hatte, explodierten die Zahlen. Und genauso könnte man hier in einer Situation sein, wo es eigentlich ganz positiv aussieht, aber da schlummert das im Verborgenen, was ganz böse uns erwischen kann. Daher braucht man auf jeden Fall diese Verlängerung des Lockdowns. Auch Maßnahmen, wo man leicht dran stellen kann, wie zum Beispiel vermehrtes Homeoffice, was eine relativ in meinen Augen leicht zu arrangierende Sache ist, die der Wirtschaft und den Beschäftigten nicht allzu viel abverlangen sollte. Man sollte natürlich auch möglichst schnell und viel impfen, weil wir ein Rennen haben zwischen dem Erwerben der Immunität durch Impfungen und den Angriffen der Viren und dann eine genombasierte Surveillance, Überwachung von Varianten, die entstehen, aufzubauen. Wenn wir auf die B.1.1.7-Mutante schauen, was wissen Sie denn mittlerweile über deren Gefährlichkeit? Die Ansteckung ist ja das eine, aber die Symptome, die dann auftauchen, die Erkrankungen, die das nach sich zieht, was weiß man denn darüber? Das sieht ziemlich ähnlich aus. Das ist nicht das große Problem. Wenn man sagt, aber man muss sich das so vorstellen, wenn man sagt, die ist 50% mehr infektiös, dadurch, dass wir hier in einem exponentiellen Wachstum schauen, dann heißt das, wenn wir die Zahlen gleich halten für alle anderen Varianten, dann hätten wir in einem Monat 6 bis 8 Mal so viele von diesen neuen Varianten. Es ist also dann ein wirklich explosives Wachstum. Und dann, wenn man mehr Leute infiziert hat, dann werden mehr Leute krank werden, mehr Leute werden sterben, die Krankenhäuser werden überlastet sein. Es wird auch Knock-on-Effekte haben dann auf andere Patienten, die dringend in die Krankenhäuser müssten. Wir haben das in Großbritannien gesehen, wir sehen es in Irland, wir sehen es in Portugal und wir werden es wahrscheinlich auch in Spanien bald sehen. Herr Professor, aber kann man die Situation im Gesundheitswesen Großbritanniens mit der hier bei uns wirklich vergleichen? Wenn man lang genug wartet, kann man jedes Gesundheitssystem in die Knie zwingen. Deshalb, in Deutschland ist das Gesundheitssystem sehr gut. Durch die erste Welle sind wir sehr, sehr gut hier in Deutschland gekommen. In der zweiten hat man meiner Meinung nach nicht früh genug reagiert. Man hätte einiges verhindern können. Die dritte Welle, vor allen Dingen die B.1.1.7-Welle, darf uns nicht überraschen. Selbst wenn es nicht so schlimm würde wie beispielsweise in Großbritannien oder in Irland, es würde schon schlimm genug sein. Jede Maßnahme trägt dazu bei, dass wir Leben retten. Bei den Sequenzierungen heißt es ja nun, 5% der Proben sollen eben auf die B.1.1.7-Mutante und ich gehe mal davon aus, auch auf andere Mutationen, nochmal untersucht werden. Reicht das aus, 5%, um zu wissen, was da im Land los ist? Also wir fangen ja jetzt in Deutschland auf einem relativ niedrigen Stand an. Weniger als eine von 1000 Proben wird sequenziert. Von daher ist das schon mal ein sehr gutes Ziel, das mal zu erreichen. Und dann kann man immer noch, wenn man einmal die Strukturen etabliert hat, das noch weiter anziehen. In Großbritannien beispielsweise hat man 170.000 Genome sequenziert, in Deutschland etwa 4.500. Wie waren denn gestern die Reaktionen derjenigen, die da zugeschaltet waren, auf Ihre Vorschläge und auf die Vorschläge Ihrer Kolleginnen und Kollegen?
Das kann ich natürlich nicht so genau sagen, weil wir waren ja alle nur kleine Bildchen auf dem Bildschirm. Ne? Aber den Fragen nach zu urteilen, herrscht halt reges Interesse an einem konstruktiven Austausch von Ideen. Und von daher fand ich das eine ganz gute Sache, wie das war. Und wir haben alle viele Fragen bekommen und beantwortet. Und ich bin mir sicher, dass das eine gute Basis ist für die heutigen Beratungen. Wer hat am meisten gefragt? Um ehrlich zu sein, hatte ich so viel damit zu tun, mir einfach nur die Fragen aufzuschreiben, dass ich noch nicht mal behalten hatte, wer was gefragt hatte. Welche Fragen kamen denn am häufigsten und vielleicht auch mit einer gewissen Vehemenz und wo mussten Sie dann vielleicht auch noch mal ein bisschen nachschärfen und deutlicher werden? Ich glaube, das ging hauptsächlich immer darum, sind Maßnahmen, die geplant sind, nützlich und was sind die ungewollten Nebeneffekte? Weil klar, es ist ja absolut wahr, wenn man irgendwelche Beschränkungen auferlegt, dann hat das negative Effekte. Wir können nur sagen, wir wollen diese Maßnahmen durchführen, wenn wir auch wirklich positive Effekte dafür sehen, die diesen Nachteile mehr als überwiegen. Und das ist eine vernünftige Diskussion, die einfach geführt werden muss. Herr Professor Abweiler, ich bedanke mich, dass Sie sich Zeit für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer genommen haben. Ihnen einen schönen Tag noch. Ihnen auch. Vielen Dank. Dankeschön. Auf Wiedersehen.